Und jetzt wieder hier, Gaming LP. Ich bin der Max und wir sind uns gerade von dem Glockenkampf vom letzten Mal ab. Oh. Kann mich jemand hören? Wir brauchen hier dringend Hilfe. Wenn das jemand hört, antwortet. Es ist dringend. Na Quatsch, ich habe jetzt auch keinen Bock auf die Nebenmission. Map die Karte. Oh ja, guck mal, jetzt sehen wir doch schon mal richtig viel mehr wie vorher. Badra. Badra? Okay. Unser Ball ist irgendwo hier mitten im Gelände. Ach, das nervt mich ja. Ich bin am über. Komm, ich mache erst den Glockenturm, den zweiten. Bin ich schon, Oh, guck mal, das kann man nebenher machen. Schnapp, das packt der Wendepflug. Wenn wir schon dieses überschicke Teil hier dabei haben. Schneller komme ich nicht zum Glockenturm, außer über. Ne, das packe ich auch nicht. Teleportation packe ich nicht. Ah, ne. Guck mal, da links sieht man schon den nächsten. Man sieht richtig weit. So, die Rauchfahnen da sind immer Außenposten. Okay, hier wird. Oh, ich glaube, ich soll ein bisschen runter. Das mag er anscheinend nicht. Ich bin eh noch viel zu hoch für den Turm davon. Auch wenn ich den Sinn von den Meldungen noch nicht ganz verstanden habe. Weil. Das ist so zusammenhangslos. Ich fliege auf der gleichen Höhe, bleibe da. Und auf einmal kommt die Meldung? Verstehe ich nicht. Naja. Aber wenn man hier. So, unser Ball müsste irgendwo da rechts sein. So ungefähr. Weil, wenn man da den Glockenturm hat, können wir auch direkt die Mission machen. Was ich relativ cool finde, muss ich sagen. So, bauen wir mal ein bisschen Höhenmeter ab. Uiui, da ist ein Gegner. Das Problem ist ja, ich habe mir keine Munition gekauft in der Zwischenzeit. Das heißt, ich habe ja genau noch diese 6 Schuss, was es sind, 7. Und deswegen sollte man sich vielleicht kurz vorher überlegen, wie man das da am besten macht. Kann ich mit dir irgendwas anfangen? Ein Tapir. So. Wow. Schwer offenes Gelände, muss ich sagen. Wir können es mal mit dem Köder probieren. Dann gucken wir uns mal an, was da so passiert jetzt. Wo ist er dann, der Bär? Ah doch, oh Gott, ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Oh, da ist noch eine Karma-Mission. Komm schon, bitte, Tier. Schade. Vielleicht von hier an muss ich es wohl alleine schaffen. Frage ist, ob auch noch welche oben ein Bär? Boah, fuck, jetzt haben wir ein Problem. Wow, den haben die fix erledigt, muss ich sagen. Da ist noch jemand. Und ich habe keine Munition mehr. Wo ist der dann, der Lappen da? Zack! Richtig viel EP kriegt durch den Takedown. Ach, das war schon das Karma-Ereignis. Wie praktisch. Dann hat man ja 2 Fliegen mit einer Klappe hier geschlagen. So. Ach ja, diese Warnung zur Gesundheit. Ah, hier, der Loot. Geht's hier auch weiter hoch? Oder? So. Und dann machen wir noch die Mission für Sabal. Und dann gucken wir uns die Sache einfach mal an. Davon ist auch irgend so ein Wildtier noch unterwegs. Ha, wie komme ich denn da oben dran?
Tja. Der Mann mit dem goldenen Namen. Rabiere Ranne. AJ, das tut weh. Erkennst du meine Stimme nicht? Sollte ich? Die Stimme vom Sender Freies Küren? Ich bin Rabi Ray Rana. Rabi Ray Rana. Rabi Ray Rana. Nenn mich einfach Rabi Ray, Mann. Okay, Rabi Ray. Du bist nur zu leid. Ich schick dir meine Koordinaten. Komm vorbei, Mann. Begehrter Mensch mal wieder, begehrter Mensch. Wie geht's von hier aus weiter? Ach ja. So. Ja, ich weiß, dass meine Beutetasche fast voll ist. Ich muss unbedingt noch einen Zwischenstopp bei einem Verkaufsstand machen, zum Beispiel da unten. Bevor ich mich an die Mission für Sabal mache. Aber jetzt habe ich den, Rabi Ray Rana gar nicht auf dem Radar für eine Mission, oder? Hat er mir das nicht gerade gesagt, dass er das eigentlich haben wollte? Naja, erstmal oben im Glockenturm gucken wir uns die Sache an und dann kann man mal entscheiden, wie es weitergeht. Aha, die Kasse. Verbrennen die auch Menschen? Passt doch. Tigerbau. Mhm. So. Ist das schon eine ist das eine Schrotflinte oder eine Sniper? Das hat man ja jetzt wohl nicht erkennen können, oder? So. Ich gebe mir erstmal hier den fahrenden Händler. Hallo! Erstmal Munition auffüllen. Sturmgewehr war nämlich ein bisschen knapp. So, jetzt verkaufe ich dem erstmal meinen ganzen Mist. So. Kaufen und anpassen. Heilspritze. Ach, Quatsch, sowas brauche ich nicht. Wie viel Geld habe ich dann noch? Ach so, die Max... Ach so, die Schützen... Das kaufe ich mal. Okay. Seitenwaffen. So, kaufe ich mir, wenn dann nur. Was bist du denn? Eine Maschinenpistole. Was? Was ist da los? Ah, nur Seitenwaffen. Ah, guck mal, wie praktisch. Soll ich dir zwingen, uns zu dem Glück eine Seitenwaffe zu tragen? Ne, Teile dafür gibt's noch nicht. Und ach, ein Muster kaufe ich hier für nicht. Einzigartiges, der Sensenmann. Ah, sieht auf jeden Fall schick aus. Ah, zweihändig spezial. Das sieht nämlich auch mal nach Sniper aus, muss ich sagen. Bohrer. Okay, richtig cool. Ach ja, das sind ja Sammelobjekte nur. Egal. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Ja, auf jeden Fall. So. Ich habe eine Fähigkeit frei, das wäre gar nicht mal so blöd. Naja. Jetzt habe ich auf jeden Fall mal nochmal Mission. Mission, Munition. Und damit begeben wir uns jetzt zur Mission. So, Sabal, wo bist du dann? Ich glaube, er ist da vorne auf der Insel. Den Sender zu erobern war nur ein kleiner Schritt, aber ein Anfang, AJ. Endlich erreichen wir Verbündete in der Gegend. Ne? Scheint doch nicht auf der Insel zu sein. Ah, naja. Ja, wenn ich mal genau geschaut hätte, hätte ich auch gesehen, dass es ein bisschen weiter ist. Na, sehr gut. So, lieber Sabal, was gibt's zu tun? Da unten sind Gegner. Ah, vielleicht wenn ich stehe, hätte ich ihn getroffen. Vielleicht. Wahrscheinlich ist er jetzt gekränkt, weil ich ihn nicht für die Mission gewählt habe. Das wäre auf jeden Fall witzig. So, mein Lieber. Wie sieht's aus? Sabal. Waren die Infos aus dem Lager? Das
Hast du es überhaupt gelesen? Weil ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. 9 meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben ließt. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit. Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Aha, da ist die Synchro mal schön weit auf. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig, sie ist subversiv und sie opfert ständig Leben. Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte und seine Vision respektierte. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Mhm. Hat er mich mal schön auf einen Schultrip geschickt hier. Ein kultureller Austausch. Mhm. Schaljama. Boah, das ist ja schon immer richtig weit. Ich hoffe mal, dass mein Heli das mitmacht. Boah, vor allem ist das schon immer außerhalb von meinem Gebiet. Boah, ich hasse ja sowas. Vor allem liegt der Glockenturm genau im Weg. Provozieren doch, dass ich den jetzt noch fix mache. Links unten ist ein Karma-Event. Onkel Pagan hier wollte nur hören, wie es meinem Lieblings-Map geht. Bombe? Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du in Amitas Honigtöpfchen gefallen oder haben die zerbeißbeinde Locken in den Bann gezogen? Mein Messer will dich nicht! Hey, jedem das Seine. Du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist ja nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen. Aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem... Wie lange kann ich dann Zeit für die dummen Bomben hier? Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. So. Und nebenher noch kurz eine Nebenmission gesnackt. Haftbefehl. Ah, langweilig. Ja, wo ist denn der Tagebuchintrag, der hier so gammeln müsste, oder? Ist das doch ein Tagebuchintrag? Sieht eigentlich fast aus, als wäre es am Dach. Ah, ne. Kann ich hier hoch? Muss ich doch auch einen Molly dran werfen. Passt doch. Naja. Hier hört man auf jeden Fall Geballer irgendwo. So, aber eigentlich wollte ich es noch bis zu dem Kloster schaffen. Boah, ich will so viele Sachen hier machen. Es sieht alles so cool aus. Mann. Für Propaganda-Zentrum-Aufgaben. Das klingt auch interessant, muss ich sagen. Das ist schon mal cool. Oh, kotzt doch. Ja, ich dachte, wer hier rumgammelt, ist ein Feind. Jemand auf den Sack. Ich will hier eigentlich nur hoch. Ich glaube, die gehen gerade davon aus, dass ich böse bin. Witzig. Ne, wir wollen eigentlich ja Fortschritt haben. Hm, da sind wir nochmal Gegner unterwegs. Wie komme ich denn von hier aus weiter hoch? Damit, den kriege ich nicht mehr, oder?
Ne, da vorne fährt er. Das schaffe ich nicht mehr. Irgendwas hat mich angegriffen. Aber eigentlich will ich nur auf den Funkturm. Und das will ich eigentlich auch nur bedingt. Geh mal nicht auf den Sack, dummer Köter, ey. Mensch, die legen es auch einfach drauf an. Haben wir noch nicht zu lange gewartet. Was ist denn das? Ach, ein Messer. Oh, ich bin fast down. Ich bin down. Ja. Ach, fuck, ey. Dammit, meine Zeit ist eigentlich auch schon fast durch. Mann. Das lief nicht so, wie es soll. Damn. Eigentlich will ich auch den Glockenturm da noch an. Geh auf Seitz. Mann. Oh, hoffentlich zerlegen sie euch, Mensch. Jetzt sind wir hier so hoch. Wow, 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 fuck, 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 fuck. Die Sniper ist im Moment nicht mehr so groß, muss ich sagen. Gegen die habe ich ohne Sniper, nämlich, ach, ohne Scope gar keine Chance. Keine Chance. Wenn ich nicht ordentlich zielen kann, brauche ich das auch nicht zu probieren. Mensch. Wah. So. Jetzt kann ich zumindest mal ein bisschen leben. So. Damit, ich glaube, ich schaff's nicht mehr bis zu der Mission mit dem Kloster. Weil wenn ich hier die zwei Nebenmissionen noch gemacht habe, kann ja noch 20 Minuten dauern. Banaschus Lied. Mhm. Es gibt einiges zu sehen. Einiges zu sehen. So, was krieg ich denn für eine Waffe freigeschaltet? Ja! Boah! Ich sehe vor allem nichts. Hier müsst doch irgendwo noch die Sniper rumgammeln. Gut gemacht! Mach weiter so und bald senden wir in der ganzen Region. Mensch, kann die mal die Kasse halten? Ich glaube, das Karma-Event ist vorbei. Dann mache ich noch fix hier das. Hier ist AJ. Es geht um eine bewaffnete Eskorte. Das Volk braucht Waffen, um gegen die Blur zu kämpfen. Wir haben hier Kisten voller Gewehre. Kannst du sie liefern? Natürlich. Schick mir die Koordinaten. Den Göttern sei Dank. Der Fahrer wartet schon. Das machen wir noch fix und dann ist gut. Für heute reicht's dann. So. Weil das Video ist eh schon überzogen. Da bist du ja, exzellent. Los, komm, wir sind schon spät dran. Das Dach des Trucks wurde verstärkt. Kletter hoch, dann können wir los. Oh, wie cool, der hält mich direkt mit. Nimm den Granatwerfer. Könntest ihn brauchen. Wo ist der dann?
Leute regiert durch Furcht. Ich sah schon ganz normale Menschen für ihn die schlimmsten Verbrechen begehen. Ich kannte einen, der zur Royal Army gegangen ist. Er sagte, Min und die Army seien Kyrats Zukunft. Mhm. Da gab es einen Unfall auf der Straße. Vielleicht nicht so schlau. Uiuiui, ich sterbe gerade auf dem Truck, oder? Ja, ich denke auch, so sieht so wirkt das doch ganz auf jeden Fall. Hammerhart. Die Frage ist immer, wo muss man dann hier hin? Wir haben einen Motorschaden. Halt Wache, ich seh nach, ob ich die alte Schüssel blicken kann. Ein paar Kratzer, aber noch! Wenn wir diesen Kontrollpunkt überleben, sind wir in Sicherheit. Das soll's doch mit so wenig Equip richtig hart. Nee, das doch kann ich so knicken. Ich brauche erst mal Aufsätze an so einen ganzen Kram. Bevor ich mit der AK mich hier weiter rumschlage. Nee, Quatsch, das doch machen wir mal nicht. Ich hätte gesagt, mit der Pin und so anders dahin. Weil das doch macht wirklich keinen Sinn. Ich muss da vorne irgendwann. Na, das kriege ich jetzt ganz angezeigt, das mit dem Kloster. Das ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Was ist das? Nö, das brauchen wir nicht. Während dem was? Ach, beim Zielen, ja, das ist nicht so wichtig. Na egal, ich nehme das da. So. Cool. Gut. Ich tippe mich ganz kurz noch mal davor zurück und dann schenken wir uns das erstmal. Ich bedanke mich, ich bin der Max und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.